Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal unter Ruf und dann unter Dragonflight finden und da haben wir dann den Erfolg 4 Farbfreund und für dieses müssen wir Folgendes machen, sammelt alle Farben der Jagdbegleiter. Was sind das für Jagdbegleiter? Wir haben einmal einen Hund und einmal einen Vogel, die wir hier auswählen können. Und für die gibt es dementsprechend hier verschiedenste Farbvarianten. Diese Farbvarianten können wir dann bei den Jagden farmen. Und zwar seht ihr die Jagden immer hier auf der Map angezeigt. Die heißt immer große Jagd. Und es funktioniert folgendermaßen. Immer 2 Stunden sind die Jagden in einem Gebiet. Und danach switchen sie ins nächste Gebiet weiter. Sind wieder 2 Stunden. Danach ins nächste und ins nächste. Ihr könnt die aber durchgehend farmen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Dass in einem Gebiet dann es verschiedene Spots an Jagden gibt. Und diese Jagden sind dann quasi hier oben am Spot, sind insgesamt 6 Aufgaben und dann wechseln die zum nächsten Spot und hin und her. Wo kriegt ihr jetzt diese Farbenvorlagen raus? Ihr kriegt die aus diesem Sack, den ihr am Ende von dem Event bekommt. Ihr seht das so ein bisschen, wenn wir jetzt hier drüber fahren, oder nee, da sehen wir das jetzt nicht, aber wir kriegen am Ende immer einen weißen Beutel. Wenn wir die Jagd das 4. Mal gemacht haben, gibt es quasi immer den weißen, das 1. Mal gibt es einen epischen, beim 2. gibt es einen blauen und beim 3. gibt es einen grünen und danach gibt es halt immer diese weißen Säcke. Das Ganze ist weekly, also jede Woche gibt es dann halt einen epischen, einen blauen und einen grünen und danach, wie gesagt, sind es halt weiße. Ich habe das jetzt gefarmt, indem ich über 100 Jagden gespammt habe und dementsprechend auch den Ruf hier bei den Zentauren der Marok hochgebastelt habe. Dauert sehr lang, bis dann die letzte Farbvariante rauskommt. Mir wurde aber auch gesagt, dass bei den epischen bzw. blauen Sack die Chance für eine Farbvariante sehr hoch ist. Ihr könnt aber ja nur einen epischen und blauen Sack pro Woche holen. Beim grünen soll es auch nochmal einen Ticken höher sein als bei den weißen. Aber es ist so, dass ihr auf jedem Low-Level-Char, also auf jedem 60er-Char, auch die Jagden machen könnt, wenn ihr mit dem Main die Jagden freigeschalten habt. Das Ganze ist accountweit. Und soweit ich weiß, sind die Jagden freigeschalten ab Stufe 5, müsste das sein. Genau, Ruf zur Jagd, dann könnt ihr die Jagden machen. Heißt, ihr könntet es so machen, dass ihr hergeht mit dem Main den epischen blauen grünen Sack holt, vielleicht auch ein paar weiße, wenn ihr wollt, um auch noch ein bisschen Ruf zu farmen und dann lockt ihr auf den Twink. Kann in Stufe 60er Char sein, geht einfach hier nach Dragonflight, seht auch dieses Jagdsymbol auf der Map und macht mit denen auch die Jagden, könnt auch den epischen blauen und grünen Sack mitnehmen. Übrigens, im epischen kann dann auch ein Mount sein, also macht tatsächlich auch für das Sinn. Und dann könnt ihr die Farben ein bisschen schneller farmen. Die sind zwar, das Achievement ist nicht Battle.net-Account-wide, wenn ihr aber eine Farbe lernt, ist das Battle.net-Account-wide und dementsprechend zählt es dann hier auch für ein Main ins Achievement rein. Das soweit jetzt zu der Stelle. Ich hatte das Video schon aufgenommen und habe gesagt, ihr müsst 100 Jagden farmen. Da hat mich ein Kollege noch darauf hingewiesen, dass es halt diesen Trick gibt. Wollte ich auch noch mitteilen. Und ja, das ist im Endeffekt, was ihr machen könnt, um die Farben zu farmen. Also 2 Optionen, wenn ihr macht es so wie ich und spammt halt 100 Jagden oder ihr macht es mit Twinks, dann geht es vielleicht einen Ticken schneller und ihr habt vielleicht nebenbei auch noch einen Mount dabei. Gut, das war das, was ich euch zeigen wollte. Ich werde noch ein paar andere Achievement-Guide-Videos aufnehmen für diverse Achievements hier in Dragonflight. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne weiter reinschauen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.